Herzlich willkommen zu einem neuen Winter weltweit im Studio Winter. Mein Name ist Kumpel und heute besuchen wir zusammen die Insel Capri, die ja bekanntlich im Mittelmeer liegt und zu Italien gehört. Gebaut wurde sie von NCQS. Du kannst dir die Welt da unten in der Videobeschreibung verlinkt bei Planet Minecraft herunterladen. Wer nicht weiß, wie das geht, ich verlinke da oben dann nochmal unser Tutorial dazu, dass ihr euch das da oben, ne? Dass du das dir dann auch entsprechend nochmal anschauen kannst, falls du da Unsicherheiten hast, wie das mit so einem Welt-Download denn funktioniert. Aber wir stehen hier in so einer kleinen Hafenstadt auf Capri und diese Insel ist wohl ziemlich realistisch nachgebaut. Sie ist verkleinert im Maßstab, wurde dann angepasst und wir wollen uns das mal ansehen. Ich habe mir die Welt auch mit Default schon mal angeguckt. Ich habe mich dann fürs Winter Medieval TP entschieden. Unser eigenes, auch da findest du die Links zum Download unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wird es für mich hier ziemlich spannend, weil ich war hier ja auch noch nicht groß unterwegs. Da oben ist das Born, da an dieser Schild. Übrigens, auf den Schildern steht nichts. Das habe ich mir nämlich auch genau nochmal mit Default angeguckt. Und ich weiß jetzt auch nicht, was uns hier so häusermäßig erwartet. Ach ja, guck mal. Nichts. Mal drauf. Nein, nichts. Okay, die Häuser werden wahrscheinlich leere Häuser sein. Es geht mehr so um die Geschichte, aber hier können wir reingehen. In die kleine Kneipe. So möchte ich das mal nennen. Und auch hier ist die Tür wieder auf die Art und Weise gelöst. Ist sehr klug. Ist sehr klug. Wenn man das nicht alles einrichten will, ist das eine verdammt gute Idee. Ja, es schafft Klarheit. Da kommst du denn durch. Und ob das hier ein Pizzabäcker ist, auf alle Fälle ist er zugewachsen. Wahrscheinlich sind das diese typischen Plastikweinranken, die man da so gerne als Deko benutzt. Also ein bisschen die kleinen Kneipen hier, die möchte ich schon erkunden. Hier steht auch die Tür wieder offen, die Glastür. Sehr süß. Ja, das ist vielleicht auch die Kasse, ne? Da ist wieder zu und dann, ja, coole Sache das eigentlich. Winzig klein und süß. Wir bummeln hier mal ein bisschen durch die Altstadt, ne? Ich muss mich ein bisschen langsamer bewegen. Ich könnte ja mal schleichen. Dann kriege ich wieder einen lahmen kleinen Finger davon. Aber ist vielleicht auch mal ganz gut. Ich habe die Maus wahnsinnig schnell stehen. Da muss ich mich so ein bisschen anstrengen. Tut mir auch leid. Aber irgendwie bin ich ein Hektiker. Deshalb habe ich die Maus auch schnell stehen. Komme ich auch durch? Ach nee, komme ich nicht. Ich muss aufhören zu schleichen. Okay, nee, gut. Das sind hier lauter so kleine Gaststätten. Da sieht man wieder auch der Grund, warum es sich gar nicht unbedingt lohnt, alles einzurichten. Hat man eine gesehen, hat man alle gesehen. Na, ganz so schlimm ist es nicht, aber irgendwie ist es eben doch so. Hm? Also wie gesagt, Schilder sind leer, zumindest mit Default und auch mit unserem TP, scheinen also nur so auch Deko-Schilder zu sein. Das Ganze ist jetzt ja mal zur Abwechslung in der Moderne. Das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht alle Häuser abkrabbeln. Wir werden sowieso nicht in allen Häusern etwas entdecken. Die haben die Läden zu gegen die Hitze, die jetzt bald aufkommt. Aber hier gucken wir uns jetzt erstmal den Yachthafen an. Aber vielleicht ist hier die Kneipe noch irgendwie besonders. Lass mich hier mal durch. Lass mich durch. Ja, der zu. Hier kommt man, also das finde ich ein bisschen nicht so günstig, dass man teilweise nicht mal durchlaufen kann. Das hätte ich mir schon gewünscht. Aber das ist jetzt erstmal Meckern auf hohem Niveau. Ich bin im Moment echt beeindruckt noch von diesem Gebäude, außer dass man nicht durch die Löcher kommt. Vielleicht ist es einfach nicht vorgesehen, dass hier so ein gründliches Trüffelschwein, wie ich das bin, angewackelt kommt und ich will erstmal auf den Anleger. Und dann da alles abgrast, sondern es ist mehr so auf Wirkung aus der Ferne angelegt. Das ist doch auch schon mal schön hier, ne? Diese Häuserreihe hier von diesem Kreidefelsen. Ich nehme an, dass es ein Kreidefelsen ist. Sicher weiß ich es natürlich nicht. Bin A, kein Geologe. Ich glaube, da sind wir bei Piccolo besser aufgehoben als bei mir. Und B, ich weiß es einfach nicht. Da ist eine italienische Flagge. Ich sagte das ja eingangs auch. Wir sind hier in Italien, also auf der Insel Capri von Italien. Zu Italien gehöre ich. Und das ist schon ein ziemlich tolles Bild hier, ne? Wundervoll. Es ist eine World Painter Map, davon gehe ich aus. Hier sind so kleine Boote. Ich glaube, die brauchen wir auch nicht alle abkrabbeln, aber reicht, wenn wir mal von oben reingucken. Da hinten sind noch ein bisschen größere und ich habe auch eine Yacht gesehen. Wahrscheinlich fahre ich gleich ins Wasser. Ich würde es mir zutrauen, es wäre zu erwarten.
weiß nicht, ich finde das hier sehr schön. Es ist so ein bisschen wie eine kleine Urlaubsreise. Ich hätte Luzi mitnehmen sollen, dass wir mal Urlaub auf Capri machen können. Wäre eine gute Idee gewesen. Die ist aber arbeiten aktuell und ich muss dann eben hier, dass sie arbeiten. Ja, so ist das halt. Solange die gerade arbeiten ist. Ich kann ja nicht untätig hier rumhocken und Däumchen drehen, während meine Freundin schaffen muss. Das geht ja nicht. Ist ja unfair ihr gegenüber sonst. Ist auf diesem Boot hier irgendwas Besonderes drauf? Aha. Da käme man theoretisch rein, wenn man kleiner machen sich könnte und das kein Block wäre. Auch den Anleger. Hier der Felsen. Ist schon geil. Sieht gut aus. Richtig gut. Die Felsen, die ihr im Bild seht, sind aktuell in der Version vom Winter Medieval Texture Pack noch nicht drin. Die kommen mit der 2.5. Da gab es nochmal in Zusammenarbeit mit dem Romanes eine Überarbeitung der Felsen. Beziehungsweise auch nochmal mit einem wunderschönen Foto, das ich geschossen hatte, von einem Stein, der so felsig aussah, dass ich den einfach benutzen musste. Hier ist ein sehr hübscher Baum gebaut, finde ich. Der hat auch sowas Mediterranes. Sehr gelungen. Da vorne gibt es noch mehr von denen. Das sind wohl Palmen, ne? Oh, die Kneipe ist so einladend, die Kleine hier. Na, Kleine, was ist denn mit uns beiden? Die kommt mir aber schon bekannt vor, ne? Irgendwie hatten wir die schon mal so ein bisschen. Gut, das hier ist Kunst. Oder es kann auch weg. Das weiß man nicht. Das ist ja immer so eine Frage. Die Frage, ob Minecraft Kunst ist, diskutieren wir übrigens bei Gelegenheit auch noch mal in Minecraft Let's Play. Ich weiß gar nicht, ob das schon gelaufen ist jetzt bei dieser Aufnahme hier. Minecraft Let's Play muss ja doch, damit es auch wirklich immer kommen kann, so wie wir es wollen. Aktuell übrigens täglich bis Ende Dezember. Danach wahrscheinlich wieder im Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag-Rhythmus. Sitzen kann ich mich nicht, habe hier ja kein Server-Plugin. Ah, schön. Ist schon schön hier, allein dieses Dörfchen. Ich fliege jetzt mal ein Stückchen, um mal zum Ausgangspunkt zurückzukommen. A, dass wir weiter Wegen folgen können, das würde ich gerne. Und B, um nochmal einen Überblick über diese Fischerstadt zu bekommen. Die halt schon großartig auf ihre Art und Weise ist. Ne? Die Schwierigkeit, Häuser über Eck zu bauen in Minecraft, hat man immer. Das mediterrane Gebäudedesign, oder wie man das nennt, also der Baustil, hilft einem da ein bisschen, weil die eben nicht groß so irgendwie... Die haben halt flache Dächer oft und das macht es ein bisschen leichter. Da können wir gleich nochmal lang schlüpfen. Da ist der Weg. Da oben war der Spawnpunkt. Ich schlüpfe hier mal rein. Hier gibt es auch nur so einen kleinen Garten. Ist aber echt anheimelig. Ich hoffe, es stört niemanden, dass ich noch Field of Death anhab. Weil ich irgendwie gerade total darauf stehe. Es gibt so einen Modelleffekt, den ich einfach toll finde. Oh, das Lied, was die Playlist da gerade ausgesucht hat, finde ich jetzt gerade nicht so passend. Davor hat sie aber ein gutes Händchen bewiesen. Also man kommt hier echt kaum durch die Gassen durch. Das ist ein bisschen schade. Und das ist ja auch eine Sackgasse. Sackgassen, verstehst du? Eine Sackgassen. Jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen brüllen, um diese komische Musik zu überschreien. Ja, das tut mir dann leid. Wieso ist denn Bassy Beat da noch drin? Das haben wir doch im Livestream rausgenommen. Dieses Lied ist wie ein Virus. Unglaublich zäh. Und wahrscheinlich auch unglaublich lange, wenn ich das so sehe. Und ich habe keine Chance, was dran zu ändern. Also werden wir mit Bassy Beat, also Busy. Warum eigentlich Bassy? Komm ich auf Bassy, ist Busy. Ja. Das ist, wenn man hier so aus einem Augenwinkel ein Wort liest. Und sonst keine Gründe hat, Englisch zu sprechen, sondern immer nur zu lesen. Die Häuser sind halt alle echt nicht begehbar. Das ist auch okay. Ist ja, wäre jetzt in Wirklichkeit, wenn ich hier wäre, ja auch nicht so. Ich würde ja auch nicht den Leuten hier so in die Bude rennen. Doch, hier schon. Hier steht's offen, hier renne ich rein. Siehst du, das ist das Problem. Deshalb sind die Häuser alle nicht begehbar. Aha, ein Hubschrauberlandeplatz mit Kerzen. Der ist gut gesichert. Ich glaube, wir haben eine Villa gefunden. So eine Villa am Berg. Das gucken wir uns mal näher an. Vielleicht ist die komplett eingerichtet. Vielleicht passt jetzt das TP gar nicht mehr. Wir werden sehen. Aha, hier geht eine kleine Treppe runter. Boah, bisher finde ich das hier sogar noch ganz stylisch. Uah. Ist hier so ein reduzierter, moderner Baustil. Haben wir hier... Ah, guck mal. Wie gemütlich. So ein bisschen eine... Naja, gemütlich. Ich weiß nie, was ich von dem Modernen halten soll, aber jedenfalls sehr pflanzig da und so mit Wassergeblätscher. Hier kommt man nirgends raus, ne? Nein. Und da steht auch ein Kuchen. Das ist die Küche. Und natürlich das Esszimmer. Also das ist das Esszimmer. So, ne? Schon krass. Was das hier sein soll, weiß ich wieder nicht. Ist wahrscheinlich Kunst.
könnte ich mir vorstellen. Oder einfach irgendwelche Regale, die dann da so halt stehen. Vielleicht mit Gewürzen und so. Wer weiß das schon, bei so modernen Bauen ist ja alles so, manchmal ein bisschen schwierig. Und das hier könnte der... Es regnet? Es regnet auf Capri? Ohne Witz jetzt? Das ist jetzt aber nicht sehr stimmungsvoll. Auf Wiedergesehen, lieber Regen. Da ist man einmal im Mittelmeerraum und dann wird man nass geregnet. Das geht ja gar nicht. Gut, dass wir drin waren. Das ist kein Haus, das ist ein Labyrinth. Alter Schwede. Hatten wir nicht erst im Woodland Mansion Spielwiesen? Die waren ja ein Puppel dagegen. Was die alle mit Spielwiesen haben. Oh, guck mal, eine Dusche. Das ist ja auch witzig. Da kommt zwar kein Wasser raus, aber theoretisch könnte man, kann man sich vorstellen, dass man da duschen kann. Ist soweit schon ziemlich nice. Das ist hier also das Bad. Hier ist nur das Bad. Nein, da muss noch mehr sein, oder? Doch, doch. Ach, das ist das Schlafzimmer nur. Schlafzimmer und Bad und mehr ist in diesem Riesenklotz nicht drin. Und wie komme ich da raus? Das würde ich halt auch gerne. Gibt es aber keinen Ausgang. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie es flugtechnisch erreichen können. Wir sind ja durchaus Cheater, was das angeht. Und sind in der Lage, unsere Füße durchaus vom Boden abzuheben. Aber das ist auch ganz cool, dass jetzt Nacht ist. Dann sehen wir mal, wie so hier diese Beleuchtung sich auswirkt. Und wir, ich würde gerne wissen, was hier drüben noch ist. Also hier ist... Ach, hier ist der Pool. Da hätten wir auch hier rausgehen können. Ja gut, das ist... Hier ist der Pool. Und dann schwimmt man... Naja, im Grunde, wenn hier jemand nackig rumschwimmt, dann können zumindest einige Gäste da eventuell zugucken. Was je nachdem, was für Vorlieben der Besitzer der Villa hat, durchaus gewollt sein kann. Man weiß es nicht. Hier ist die Fläche, wo wir nicht hinkamen. Da draußen ist eine Yacht. Die gucken wir uns natürlich auch noch an. Wie gesagt, ein bisschen Zeit brauchen wir. Wir haben jetzt Nacht. Ich hoffe, es ist okay für dich. Ich würde sie jetzt erstmal lassen. Eine Zypresse. Behaupte ich. Kann passieren, dass Murks Pickwick, eine unserer Zuschauerinnen, uns da widersprechen wird. Die ist da sehr affin, was Wissen angeht. Sind da Tennisbälle drin? Wäre ja auch zu cool gewesen. Aber das Tennisnetz ist witzig. Und sehr klebrig. Und Tennisplatz ist, muss ja schon sein. Kleine Anspielung auf Asterix. Was? Das ist ein Schaf, ne? Das hält den Rasen kurz vom Tennisplatz. Auch wichtig. Darf man nicht unterschätzen. Hier ist auch noch irgendwie was, weiß nicht. Ah ne, da hinten ist nur der Weg, das ist ja so ein Mäuerlein. Ach, hier ist so ein kleiner Heckengarten. Ja, gut, kann man machen. Jetzt gucken wir mal, ob es hier irgendwie noch einen Abgang... Ich finde schade, dass es hier keinen Ausgang gibt. Hätte ich ja schon gemacht. Dass man hier wenigstens auch mal rausgehen kann vom Haus aus. Dass man da hier so zu Tricks greifen muss, ne? Also ich sagte, okay, wir lassen hier mal eine Tür offen stehen. Ne? Dass man einmal raus kann. Hätte ich gut gefunden. Weil letztendlich, hier gibt es ja auch keinen Abgang, ne? Nö. Das heißt, man kommt hier eigentlich gar nicht hin. So, Default. Wenn man hier zum Beispiel im Survival rumlaufen würde, was jetzt keinen Sinn macht. Hier drüben ist auch noch mehr zu entdecken. Das gucken wir uns auch gleich an, aber jetzt gehen wir erstmal auf die Yacht. Auch hier sehen wir wieder diese Kreidefelsen. Ich frage mich halt, ob es hier sowas wie so eine Grotte auch noch gibt irgendwo. So eine blaue Grotte, wo man reintauchen kann. Ich weiß nicht, war die auf Capri, die blaue Grotte? Wenn, müssen wir sie suchen. Ich hätte mich belesen sollen. Mein Fehler. Aber hier zumindest ist schon mal sehr gut. Man kommt ja in dieses Schiff immer wieder rein, auch wenn es keine Leiter hat. Da gibt es ja gewisse Filme, die anderes zeigen. Und hier kann man echt gemütlich zusammen... Oh, guck dir das an. Stell dir vor, du bist hier so auf dem Schiff und liegst hier so rum. Also das Schiff liegt hier rum, du liegst vielleicht auf dem Schiff rum. Sehr geil. Ich geh mal hier rein. Was haben wir hier? Das hier sind so... Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ob das... Nö, ich weiß es nicht. Ah ja, das kenne ich. Das ist wieder eine Spielwiese. Da definitiv eine Spielwiese und hier hinten so ein, ja... Warum man jetzt mit Blick auf das... Also beim Fahren, es macht Sinn, dass man mit dem Kopf zum Bug schläft. Wenn das Schiff ein bisschen schneller fährt, dann hebt sich ja dann der Kopf, sonst hängt man ja Fuß runter. Und hier ist ein wirklich, wirklich, wirklich langer Gang. Wird wohl ein Jugendgang sein. Aber wie kommt man da hoch?
Aufs Schiff meine ich. Also ich meine, gibt es keinen Aufgang zu der weiteren Bereichen? Das finde ich so ein bisschen. Oder habe ich den wieder verpasst? Lass mich mal gucken. Ich habe die Befürchtung, ich habe ihn einfach verpasst. Nee. Also die Einrichtung finde ich so ein bisschen. Ja, sehr matriarchisch, aber doch vorstellbar. Hallo. Wie gesagt, die Welt ist nicht mit dem Winter Medieval Texture Pack gebaut. Ach, hier. Guck mal. Ich hab's übersehen. Shame on me. Sehr gut. Weitere Technikbereiche oder so gibt's, glaube ich, aber wirklich nicht. Wie tief geht denn das ins Wasser? Hm, nicht so tief. Aber theoretisch wäre unten noch Platz. Ich möchte das jetzt mal wissen. Was da sonst noch so drin hängt. Und schlüpfe mal kurz durch die Bordwand. Hallo? Nee, das ist Schluss und aus und vorbei hier. Unter Wasser gibt's nichts. Was mich jetzt noch interessiert, bald wäre wieder Tag, das ist sehr gut für uns. Ja, das wäre an der Stelle vor allem gut für uns. Ja. In dem Game Mode sehe ich natürlich noch weniger als sonst. Ich sehe ja so schon nicht viel, aber da sehe ich noch weniger als sonst. Ich nehme mir eine Fackel. So, und dann gucken wir nochmal. Der Antrieb. Ich glaube, es macht keinen Sinn, aber es sieht auch nicht richtig irgendwie so gebaut aus. Ich weiß es nicht. Ist auch egal, glaube ich. Wir landen mal hier drüben an diesem schönen Teilchen. Oh, das ist auch toll hier, der Felsen. Auch bei Nacht ist es toll, muss ich echt sagen. Kann ich nicht anders sagen. Und wir haben mittlerweile auch die Schreckensmusik ganz gut überstanden. Ist schon cool. Aber wir wollen ja hier an Land gehen. Ich lasse mich so leicht ablenken, merkst du das? Total die Aufmerksamkeitsspanne, wie so ein... Das Schiff kennen wir schon, die liegen auch in dem anderen Städtchen, ich glaube da drüben. Und das auch. Die sind also so ein bisschen Copy-Paste-Schiffchen. Soll mir recht sein. Das ist ab der 1.13, glaube ich, besser. Da haben wir das Problem weg. Ja. Boah, aber auch bei Nacht eben. Deshalb wollte ich die Nacht mal lassen, weil das einfach eine ganz andere Stimmung auch gibt und echt cool aussieht und richtig gemütlich ist und so. Richtig schön. Man kann leider hier nicht hochlaufen, weil es eben als Kieswege sind mit 1 Meter Stufen. Wie Kies ja so liegen bleibt, ist mir ja immer schon ein Rätsel, deshalb baue ich das ja nicht. Aber gut, dann folgen wir jetzt nochmal von hier aus dem Weg. Ja? Komm. Hier ist wieder ein Schild ohne was drauf. Ja. Weiß ich nicht, was damit ist. Ob das mit noch einem anderen Texture Pack gebaut worden ist, hallo Gizmo. Oder wie auch immer. So, wir waren jetzt ja... Ach, hier sind wir. Das heißt, wir sind schon mal in die Richtung gelaufen. Aber da ging es auch noch weiter, der Weg. Das habe ich gesehen. Da sind wir von der Villa abgelenkt worden. Villa Rieber oder Villa Bacho? Das ist die große Frage. Das weiß ich nicht. Huch, das ist auch ganz angenehm. Können wir so ein bisschen bodennahes Fliegen machen. Hier beim Weg könnte man... könnte man so ein bisschen randomisen. Das würde der Sache ganz gut tun. Und das nicht nur Kies wäre, aber es ist okay. Aha. Es scheint eine kleine Kirche zu sein. Ich bin unsicher. Das hier ist, ich weiß es nicht, so eine Wegkapelle? Gute Frage das. Gibt es irgendwie einen Weg zu der kleinen Kirche runter? Nein. Tatsächlich nicht. Wann wird es denn jetzt mal Tag? Mods. Okay, ich gucke erstmal nach der Kirche. So ein bisschen, ich glaube, es eine Kirche ist. Die hat Zugang, ach hier, da. Ja, okay, das hätte man sehen können. Dann folgen wir dem doch auch. Hätte man sehen können, habe ich aber nicht. Tut mir leid. Das ist ja ein schön heimelig. Und dann haben wir hier so ein... Ja, so eine kleine Kapelle schon stehen. Und das... Oder das ist die ganze... Das ist die Kapelle. Und das hier ist der Kirchturm, der ist nicht begehbar. Dadurch konnte er natürlich kleiner dargestellt werden. Sehr gut. Sehr schön das. Wer sich auf Capri auskennt, kann das natürlich vielleicht nochmal in ein anderes Licht rücken. Wie realistisch das hier alles ist. So, ist also keine Kirche, ist nur so eine ganz kleine Kapelle. Und das wird morgen. Juhu, ich kann die Fackel aus der Hand legen. Oh, schön. So, ich renne mal weiter. Zack, zack, weil da gibt es wieder was zu entdecken. So einen kleinen Weg. Bereicherung. Das ist auch ein Haus, was nicht zu betreten ist, aber wo jemand wohnt, das brennt nämlich das Licht. Das hat man gesehen. Und ich weiß, dass es hier auch noch irgendwo eine mittelalterliche Ruine gibt, nach meinem Ermessen. Da könnten wir jetzt gerade hingehen. Und es gibt auch noch einen griechischen Tempel oder römischen Tempel. Römisch. Denn die Insel Capri war schon zur Zeit der Römer tatsächlich ein Ferienparadies. Also, so wie heute auch noch. Das heißt, schon die Römer haben hier Urlaub gemacht.
Ich dachte, das wird Tag. Oh, es lohnt sich aber, sich umzudrehen. Geil. Schon geil gemacht. Schon geil gemacht. Kann man nicht anders sagen. Das ganze Ding ist halt so ein bisschen mehr auf Gesamtwirkung als auf Details angelegt und hat manchmal so ein paar Schwachpunkte. Vor allem, wenn die Pfade so zugewachsen sind, dass man sie nicht mehr benutzen kann. Das ist hier ein... Ich bin froh. Pft, ah. Okay. Das ist natürlich auch geil. Hat sich ja gelohnt, sich durch die Bücher zu schlagen. Hier, wie in der Ruine jetzt die Sonne aufgeht. Richtig gut. Richtig gut. Finde ich großartig. Und das hier würde ich so für so eine mittelalterliche Ruine halt halten. Da hebe ich auch mal ab, weil ich weiß, dass wir am Ende sind. Es wird irgendeine Burg gewesen sein oder ein Leuchtturm. Und dann geht's hier abwärts. Alter Vater. Sag ich dann mal. Das ist krass. Um das nochmal in den Kontext zu bringen, wir stehen hier auf unserem Segelbötchen und wow, was ein Felsen. Na, schon nicht übel. Ach, guck mal, hier sind auch Unterwasserpflanzen tatsächlich. Nach 1,12er Maßstäben, klar. Episch. Schon episch. Und wir folgen jetzt mal hier in der Luft, hier der Küstenlinie mit den Getreidefelsen. Auch wenn ihr noch was seht, unten gleich schreiben, ne, oder selbst entdecken gehen. Kann sein, dass ich was übersehe. Die Wälder hier, die dichten mit den Zypressen da immer wieder drin. Da hinten ist irgendwas wie eine Grotte. Auf sowas spekuliere ich ja noch, da auch. Da gucken wir mal rein. Ob es da noch irgendwelche Secrets gibt. So. Schauen wir doch mal. Na, no, die ist nicht so secretisch. Sekretisch. Ist nicht so voll sekretiert. Hier geht's auch nicht wirklich rein. Schade. Hätte ich mir so ein bisschen gewünscht. Aber es ist schon, das ist schon echt, was man mit Minecraft machen kann. Und das ist ja jetzt letztendlich bis auf Winter Medieval Texture Pack, Better Foliage, ein bisschen Shader. Das ist ja alles hier im Grunde Default. Natürlich gemacht. Man könnte es natürlich auch im Default bauen, klar. Also wirklich in Minecraft bauen, was eine Herausforderung wäre. Aber in dem Fall ist es eben gemacht mit WorldPainter. Davon gehe ich einfach mal fest aus. Und was das für Möglichkeiten in der Hand gibt für eine realistische Welt. Hier ist die Villa wieder, die wir schon gesehen haben. Da unten drunter war ja auch nichts Besonderes. Aber wir haben noch den Teil der Insel vor uns. Und hier ist das kleine Dörfchen wieder. Und wir folgen hier mal diesen Kreidefelsen, die wirklich großartig sind. Also kann man nicht anders sagen. Da unten auch mit dem Wasserpflanzenbewuchs, das ist auch großartig. Guckt jetzt mal an. Supi. Das ist noch ganz ohne 1.13. Denn darauf habe ich die Welt jetzt nicht portiert, eben weil ich die Mods haben wollte, die es noch ein bisschen schöner machen, also wie Better Foliage. Was ist das? Achso, was ist das? Mhm. Also ich glaube, die blaue Lagune finden wir auf Capri nicht. Wobei ich fast gedacht hätte, die ist sogar auf Capri, aber das ist... Ich bin mit diesen mediterranen Inseln... Oh, guck mal, hier ist ein Geröllabgang gewesen. Gut gemacht, sehr cool. Ist auch noch eine kleine Grotte. Ich bin ja jetzt so ein bisschen grottengeil, ne? Gerade. Das hört sich in vieler Hinsicht falsch an. Ich stecke meine Nase gern halt in die Grotten. Der Insel meine ich natürlich, der Insel. Nicht, was irgendwas hier falsch versteht. So, ich flieg da mal weiter. Wir gucken gleich... Oh, guck mal, hier ist noch was. Aha. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, jetzt hätten wir was. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof. Aber es ist irgendwie immer... All good things come to an end, wenn ich das so sehe. Hier genauso. Auch wenn das irgendwie trotz allem sehr cool aussieht. Ich finde auch diesen Mix mit Cobblestone und Fels eigentlich ganz gelungen. Ist halt auch immer so ein bisschen ein kleiner Kompromiss. Muss man sagen. Das macht halt WorldPainter eben in dem Falle auf die Art und Weise, weil es eben, ja. Man muss ja mit dem arbeiten, was man hat. Was haben wir hier noch? Nichts, ne? Ist auch so ein Ende. So, wir müssen jetzt uns auch dem griechischen Tempel genähert haben, der hier irgendwo stecken müsste, wenn ich das richtig weiß. Ach, da war er. Hier haben wir so sanfte Hügel, die auch sehr geil sind. Hier ist die Insel Capri heute in Wirklichkeit ziemlich dicht bebaut. Da liegt eine Stadt hier auf dieser Geschichte hier. Und, was haben wir da noch? Ach, das ist nur so eine Kante mit was Gras unter Wasser. Okay, aber hier haben wir noch so ein, also nicht griechisch-römisch, eine römische Ruine. Im Gegensatz zum mittelalterlichen. Also aus römischem Marmor.
Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mich dann auch so ein bisschen für das WMTP entschieden habe, weil wir eben ja recht römische Säulen zur Verfügung haben. Und das sieht dann einfach auch stimmig aus. Abgesehen natürlich von der latenten Eigenwerbung, die man da macht. Klar. Andererseits ein Jahr Arbeit. Wer will es einem verübeln, wenn man dann auch sich freut, wenn Leute das benutzen, ne? Also, und die Arbeit ist ja noch lange nicht zu Ende. Also insofern, das, obwohl wir sehr weit schon gekommen sind, was das angeht. So, ich glaube, das waren so jetzt die Highlights, weil hier kommt dann wieder die Stadt. Da unten ist noch sowas mit Weingärten, die man sich nochmal angucken kann. Ich möchte auch nochmal vom Felsen runter gucken auf die Stadt. Wenn man hier oben auf diesen Kreidefelsen steht, da oben ist auch noch ein Weg, also ein Bergkreuz. Und dann, oh Alter, das war jetzt Glück. Ja, ich könnte die Sichtweite jetzt nochmal hochdrehen. Habt ihr jetzt mal wegen Lecks und sowas nicht so hoch gehabt. Jetzt drehen wir sie doch mal höher. Und geben dir mal kurz Zeit. Gib mir noch Zeit. Lalalala. Flü, flü, flü. So. Ich gehe dann mal. So, nicht, dass wir hier die Weltgrenze finden. Das wäre jetzt auch wieder so ein bisschen schade. Jodel, 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 jodel. Ah, das könnte schon sein, dass die hier hinten ist. Ach ja, jetzt habe ich wieder... Ich habe ein tolles Glück heute mit meiner Playlist. Aber es macht mir die Bearbeitung der Videos halt so viel einfacher. Ich kann nicht darauf verzichten. Das wollte ich jetzt auch nochmal ansehen. Oh, guck mal, da steht jetzt doch mal was. Also, Monte Solaro. Ah, wir sind auf dem Monte Solaro. Sehr schön. Und dann wandern wir hier nochmal runter. Was einfach geil hier ist. Ich find's geil. Ich find's richtig geil. Guck dir das an, wir sind in Minecraft. Wir sind in Minecraft. Unfassbar. Ist schon geil. Gut gemachte Geschichte. Richtig gut gemachte Geschichte. Kleine Schwachpunkte bei der Begehbarkeit und so mal außen vor, aber wen interessiert denn das ehrlich? Guck dir das mal an. Wir sind in Minecraft. Ich muss mal hier Pixel-Tourist-mäßig, liebe Grüße an Alan Replay an dieser Stelle, ein paar Fotos schießen. Boah, guck dir das an. Wie geil. Einfach nur geil. Ich bin total begeistert. Richtig gut. Hätte Luzi doch mitnehmen sollen. Jetzt gehen wir hier nochmal zum Weingut Vino Bianco oder so. Weiß ich nicht, wie es heißt. Und schauen uns das nochmal an mit den Weinbergen, wie die gelöst sind. Die sind eigentlich ganz einfach gelöst, aber sehr wirkungsvoll. Ja, finde ich eigentlich sehr gut gemacht. Weil das eben dieses, wie der Wein sich so an den Rankhilfen langrankt, ganz gut darstellt eigentlich. Ist stimmungsvoll, kann man sich merken als Trick. Also auch da haben wir Mittelalterbauer uns direkt noch was zu mitnehmen, dass man so einfach eigentlich Weinberge bauen kann und gar nicht mit irgendwelchen Flivertü da rummachen muss. Ist ja auch gut. Das ist wieder ein Haus. Und hier hatten wir auch noch ein Haus, aber die sind ja eh alle nicht begangbar. Hier oben. Aber das ist gemacht. Also hier kann man drauf. Kann man von hier aus auf die Stadt gucken. Was auch ein geiler Blick ist. Guckt dir das an. Hallo, wir sind in Minecraft. Ich bin hin und weg. Okay. Ich glaube, da ist einfach nur schwarze Wolle oder so. Ich check mal kurz. Ja, Black Terracotta. So in der Richtung, habe ich mir gedacht. Boah, ist das gut. Wie schön. Richtig toll gemacht. Jetzt hier im Abendlicht. Das ist schon ein Geschenk, so eine Karte hier. Einfach mal, wenn du, nicht wenn du irgendwie Hektik und Action suchst, dafür sicher nicht, aber für solche Augenblicke hier, ein Geschenk. Ein echtes Geschenk. Ich platziere mich nochmal auf der anderen Seite vom Hafen, jetzt wo wir die Sichtweite so hoch haben. Also wenn es leckt, entschuldige das bitte. Das ist der Preis, den wir zahlen. Dafür, um das hier zu sehen. In voller Pracht dann. Ich gehe schon mal so ein bisschen hinterm Berg. Ich komme ja auch vom hinterm Berg. Das ist dann nur logisch, wenn ich hinterm Berg gehe. Da komme ich auch her, ne? Jetzt bin ich gespannt, auch ob der Shader das einigermaßen hinbekommt mit dem Berg, ob das jetzt hier einwandfrei läuft. Ist ja auch keine so... Ah, das könnte jetzt richtig gut aussehen. Oder auch nicht.
Ich weiß, ich mache euch Mut, aber danach werde ich mich ganz heimlich still und leise verabschieden, wenn das hier, diese Szene vorbei ist. Und dann hast du deine Ruhe von mir. Könnt ihr auch jetzt schon machen eigentlich. Ich meine, gezeigt ist, glaube ich, alles. Ladet euch die Welt runter, beziehungsweise wenn ihr sie gut findet, dann geht auf Minecraft vorbei unten mit dem Link und gebt dem Erbauer dieser Welt, dem NCQS, einfach mal einen Diamanten da dafür. Weil es ist echt ein Geschenk. Man kann es nicht anders sagen. Es ist einfach ein Geschenk, so eine Karte. Und dafür danke ich ihm auch sehr an dieser Stelle. Und jetzt bin ich dann wirklich mal raus. Danke fürs Gucken. Ciao.